Aber Archer erlaubt mir kein Starbucks. Nein. Wollen wir im Brandon Bar? Ja! Ja! Tschüssi, bis gleich. Viel Spaß beim Einräumen alleine. Du wolltest den nicht mehr trinken, oder? Nee, Schatz. Ja, einmal noch. Nein! Dann hatte ich keine Lust zu laufen. Schlecht. Getragen. Klischee erfüllt. Hi Leute and welcome back zu einem neuen Video von mir. Heute mit dem Arthur. Und wir drehen heute nach einem Jahr einen neuen Yes Day. Und weil wir ja wissen, wie es letztes Mal mit Arthur gelaufen ist, werde ich heute den ganzen Tag Ja sagen. Weil das hat ja letztes Mal nicht so gut geklappt, dass er mal Ja sagt. Mm-mm. Ich durfte heute schon einen Löffel Olivenöl essen. Ich werde euch die Szene gleich mal einblenden. Da war ich noch gar nicht ready für das Video und Arthur hat schon angefangen zu filmen. Und ja. Also Freunde der Sonne, Anso muss jetzt, damit alles für den Tag, für den Yes Day flutscht, alles paletti wird, ein bisschen Olivenöl. Ich bin noch gar nicht ready soll gemacht. Soll ja rutschen, ja. Wir haben heute noch nichts gegessen, ich habe nur ein paar Nutella gegessen. Nee, ich füll's dir ein. Ich glaub, mach ein bisschen. Du musst. Doch, doch. Doch, doch. Da ist noch ein bisschen was auf deinem Löffel. Schatz, Spülung runter. Du musst, ich hab ihn jetzt. Okay, hier noch ein bisschen. Du musst. War doch noch gar nicht fertig. Wir werden den Tag heute verbringen. Und ich muss alle Sachen machen, die er sagt. Aber ich hoffe, du sagst auch Sachen, die mir auch gefallen. Nee, das werden nicht viele sein. Die erste Sache ist aber jetzt wir mal wollen, stopp. Wir gehen was zusammen machen. Ja, gut, okay. Ich fahre da raus. Tschüss, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich bin dafür, erstmal was zu essen, weil wir haben heute wirklich... Ich bin auch dafür, erstmal was zu essen, aber... Was wollen wir denn essen? Nee, auf was hättest du denn Lust? Nein, weil dann sagst du da genau nicht. Genau. Ja, ich hab richtig... Gar keinen Bock auf... Nee, also... Ich hätte Lust auf... Ein leckeres Frühstück. Ja, aber ist ja jetzt mittlerweile schon Mittag. Achso, ich dachte, du machst extra dann mein Gegenteil, weil ich habe auch Lust auf Mittagessen. Ja. Wir haben heute aber nur einen Hanuta gegessen. Und Olivenöl. Also würden wir beide sagen, dass wir Bock auf Frühstück haben? Nein. Hä? Ja. Ja, das ist doch Yesterday heute. Ich habe Lust auf ein leckeres Mittagessen. Mitmachen. Ach, Schatzi. Nee, Schatz. Ja, einmal drauf rumkommen musst du schon. Nein! Also, nein! Ablecken mit der, aber sicherlich. Schmeckti, schmeckti, schmockt. Nee, da kau ich nicht drauf rum. Da musst du ich hab heute noch nicht. Nach dem Essen. Nein! Nach dem Essen. Weil das. Nein, Schatz, boah, ich kotze. Oh mein Appetit Gott, ich kann hast. Das nicht. Ich kann das nicht. Appetit. Ich kann das Schatz, nicht. Schatz, du wolltest es Yesterday. Ja, aber das kann ich noch nicht, wenn ich schon nichts gegessen habe. Ey, das einmal ist nur so asozial. Einmal nur ablecken und nicht hier, sondern... Lecken? Ja. Da sind Haare dran. Es ist egal, die Haare gehen also nicht ab davon. Haare. Davon, wenn du da ableckst. Das wird schon. Das ist schlimmer als das Katzenfutter letztes und dann Jahr. Musst aber du musst auch runterschlucken an deine Spucke. Also aber so. Nicht das in den Mund ausspülen. So. Nein. So. Nein. Doch. Nein! Ich kann das wirklich nicht, das finde ich echt eklig. Schatz, du musst... Das ist, ich hab mir das irgendwie anders vorgestellt. Schatz, du musst... Das ist so widerlich. Das ist echt eklig, dass du das wirklich machst. Da ist nichts. Nein, da ist nichts. Die hat gar keine Ahnung. Schmeckt nach gar nichts. Willst du auch mal? Nee, alles gut, danke. Aber du willst noch mal. Nein! Ja! Sie will noch mal. Mal so richtig ein bisschen, so ein bisschen... Auch dran zuzeln mal vielleicht. Nee, auf keinen Fall. Doch, doch. Nein. Entweder, okay, entweder da lecken oder da unten dran zuzeln. Alter, da ist einfach braun an deiner Scheißzunge. Ehrlich jetzt? Ich schwör's dir. Da war braun. Nali. Du darfst weiter essen, weil ich möchte ihn echt nicht. Ich glaube, sie will ihn auch nicht. Sie findet ihn auch eklig. Vor allem, bis die Nala den Knochen fertig hat, ist sie tot. Das ist halt einfach mal nicht mal... Das hat nach nichts geschmeckt, deswegen isst sie den auch nicht. Verstehe ich jetzt auch. Will ich auch nicht essen. Du warst ja ekelhaft, was du gerade gegessen hast. Ich habe Lust auf Stadtsalat. Ich nicht. Okay. Worauf hast du Lust? Tja, wo hast du denn keine Lust? Weil darauf habe ich sehr Lust. Thailändisch? Nein. Dann werden wir, glaube ich, mal da attackieren gehen. Und wo? Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt und dann gucken wir mal weiter. Also thailändisch? Nee, ich habe keinen Bock auf thailändisch. Five Guys. Nein. Doch.
Nein. Die Anne-Sophie hat schon mal keinen Bock auf Five Guys. Das ist schade, weil ich wäre da gerne hingegangen. Das ist schon lustig, ey. Das wird heute so ein geiler Tag. Ich werde mich auch, wenn wir wieder zu Hause sind, ich werde mich nicht einmal rühren von dieser Couch. Die Anne muss alles machen. Da kann sie sich schon mal drauf einstellen. Ey. Du bist die Beste. Wenn ich nächstes Mal einen Jahrtag mache, dann werde ich dich so knechten. Du hast mir nicht gesagt, dass du auch einen Jahrtag doch, hast. Doch, ich habe auch einen. Nein. Doch. Das hast du nicht. Ja, habe ich. Nein. Doch. Nein, habe ich nicht. Hast du, okay, sag mal jetzt ernsthaft, hast du, weil ich habe wirklich Hunger. Hast du irgendwelche Hunger. Guten Vorschläge? Mosh Mosh Five Guys. Weil Mosh Mosh, was gibt's da? Gibt's da Trüffelpasta? Oh, Thailändisch. Brunch and Bar. Wollen wir ein Brunch and Bar? Ja! Ja! Und ich darf mir aussuchen, was ich will, oder? Ja! Ja! Ja, wieso aussuchen? Du kannst doch immer aussuchen, was du willst. Ja, ich weiß, aber es geht nämlich... Du wolltest doch heute bezahlen. Ja. Das hast du doch, das hattest du doch mal gesagt, oder? Ja. Ja, genau. Ich find's aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Nee, finde ich auch nicht so schlimm. Nee, das ist okay. Okay, also die Anne-Sophie bezahlt heute auch schon mal alles, oder? Alles? Alles. Was machen wir denn noch? Wir machen noch ein paar Sachen. Ja, ich zahle alles. Gut. Aber ich möchte bitte nicht zum Brunch and Bar. Ich möchte da eigentlich ich will gerne. Zum Brunch and ich Bar. Möchte, hab echt Lust auf einen Five Guys Burger. Nee, du hast Lust auf Brunch and Bar. Ja, aber ich hab auch Lust auf Five Guys. Ja, aber ich hab da keine Lust drauf. Und wenn ja, ich ja heute an meinem Tag keine Lust drauf hab, dann nehmen wir da auch ganz sicher. Wir gehen zu Brunch and Bar und machen uns erstmal was Leckeres zu essen. Holen wir machen dann das da. Uns, ne? Ja. Ja. Let's go, let's go, let's go. Fahrstuhl aufhalten 101. Because Monsieur is taking too long. Wir sind jetzt im Auto und fahren los. Was und manchmal, also in letzter Zeit habe ich voll oft einfach Bock Beifahrer zu sein. Gar nicht mal so die Lust zu fahren, deswegen fährt Arthur jetzt. Woohoo! Und Nala ist auch mit am Start. As always. Wir sind jetzt im Parkhaus angekommen. Es war sehr dumm, mit dem Auto loszufahren. Wir wollten eigentlich zur Brunch and Bar fahren und dann haben wir uns ganz spontan umentschieden und sind dann halt mit dem Auto in der Stadt rumgeguckt, was nicht so schlau war. Wir haben so lange gebraucht. Wir gehen jetzt wahrscheinlich doch zu Five Guys. Warum auch immer. Ich habe sehr viel Hunger. Und dann noch ein bisschen durch die City laufen. Vielleicht ein Starby, vielleicht ein bisschen shoppen. Je nachdem, was Monsieur meint. Jupp. Nala hatte keine Lust zu laufen. Wird selbst getragen. Klischee erfüllt, würde ich mal sagen. Mein Bubbel. Meine Bubbelmäusis. Meine Bubbelmäusis. Wir sind jetzt bei ISO. Ich war hier noch nie, aber das ist eigentlich so wie Chor. Wir haben richtig viel Auswahl. Und ich nehme Nala. Achtung. Ich nehme Fried Noodles. Was nimmst denn du? Ja. Also ich nehme einmal. Oder eine Bowl. Sieht auch geil aus. Food is served. Arthur hat sich Sauer reingeholt. Die Damane. Und für mich Nudeln essen. Okay, ich wünsche euch einen wundervollen. Wir sind fertig mit Essen. Und wir tragen die ganze Zeit Nala, weil die ist ein bisschen erschöpft, aber die hat schon Trinken bekommen. Und ich habe Lust auf einen Starbucks. Aber Arthur erlaubt mir keinen Starbucks. Nein. Weil die Anse hat aber auch keine Lust auf Starbucks, nicht? Ja. Ich habe wirklich dolle Lust auf einen Starbucks. Nein. Hast du mir nicht vorhin gesagt, du hast gar keine Lust auf Starbucks? Ja. Ja, also, da brauchen wir jetzt auch nicht zum Starbucks zu gehen. Okay, wenn du mir auch so einen Schokospliff holst. Auf, komm. Dann können wir machen. Und du hältst ihn für mich und betrinkst mich dann. Ja, ich halte ihn für dich. Okay, danke. Wir haben unseren Starbucks. Lecker, Mara. Darf ich auch noch mal ein Schlückchen von deinem? Ja. Danke. Sind in Ey, Schatz, ganz kurz. Du wolltest den nicht mehr trinken, oder? Doch. Du hast doch zu mir gesagt, du willst nicht mehr trinken. Da war doch was, oder? Ich habe aber tatsächlich wirklich Durst gerade. Ja. Das war's mit meinem Chai Latte. Er war aber bis ja, jetzt sehr lecker. Ja, aber er war lecker. Also ich finde ihn jetzt immer noch lecker tatsächlich. Boah, es ist geil. Aber es ist wirklich sehr asozial, deswegen ich kann nicht alles trinken. Darf ich noch einen Schluck haben? Einen Schluck? Alter, war der lecker. Ja. Und ich hatte noch Weil eine Überraschung ja noch für Arthur. Ja, ich hätte es normalerweise ausgetrunken, aber das ist wirklich hart asozial. Das kann ich habe mir den eben so, ich habe den so langsam getrunken, habe Arthur immer mit Salben gefüttert. Und der Dank. Ich habe aber noch eine kleine Überraschung für den Arthur.
weil ich war eben alleine im Starbucks drin. Ja, sie hat mir irgendwas Leckeres zum Naschen gekauft, oder? Nein. Nicht? Ich hätte jetzt ja gesagt, aber es stimmt nicht. Und zwar bin ich in den Starbucks reingegangen. Und ja, jetzt hat sie mir einen Becher mitgebracht. Ja, damit wir zusammen Partnerlook haben. Da gab es die Becher und habe ich die mitgenommen. Das ist der für dich. Und ich habe den gleichen im Partnerlook. Boah, der Strohhalm wird bei mir nicht lange überleben. To be honest, weiß ich gar nicht, wie viel die gekostet haben. Also ich habe für die zwei Becher und einen mittleren Java Chip Chocolate Cream und einen mittleren Chai Latte, habe ich 16 Euro gezahlt. Also finde ich, geht noch. Deswegen müssten die ja eigentlich unter 5 Euro gekostet haben. Also run to Starbucks, falls ihr so einen wollt. Kannst du mir ein kaltes Getränk mitbringen? Nein. Schatz, kannst du mir ein kaltes Getränk mitbringen? Irgendwas ganz kaltes, leckeres? Was denn? Irgendwas ganz kaltes, leckeres. Was ja, ganz erfrischend. Ja. Danke. Nado, danke. Bitte. Vielen Dank. Viel Spaß beim Einräumen alleine. Danke fürs Einkaufen. Würdest du mir vielleicht toller Yesterday. Nein. Kannst du nur die Tür bitte öffnen? Bitte. Boah, es ist ja lustig. Ist dir gerade was runtergefallen? Nee, die Tür muss... Jo Leute, also wir haben jetzt den Einkauf, die Nala und so eine kleine Hundebox. Und daher ich eigentlich nicht so... Ja, die haben so viel, muss jetzt alles alleine tragen, ne? Schatz, weißt du, was du vergessen hast, Schatz? Hier... War noch das Deo, was du mir mitgebracht hattest vorhin. Das musst du, glaube ich, auch noch nehmen. Dann, glaube ich. So, komm, Nala, wir gehen schon mal. Komm, Nala. Ich glaube, die Hans ist noch ein bisschen beschäftigt. Nala. Gut, komm, Nala. Wo ist die, Alter? So, hätte ich dir die Tür aufhalten sollen? Du brauchst nicht die Tür aufgehalten, oder? Na, ja. Was willst du denn? Ich glaube, ich muss dir nicht die Tür aufhalten, oder? Ja. Ja, gut, okay. Also muss ich nicht die Tür aufhalten. Komm, Nala, wir haben uns... Wie geil, das wäre echt so... Engel, du wolltest mit dem nächsten Aufzug fahren, gell? Nein. Doch. Nein. Ja. Nein. Schatzi. Tschüssi, bis gleich. Komm, Nala. Bis gleich, mein Schatz. Jetzt muss sie da unten stehen, ich mir auf. Hi Schatz, wir sind jetzt im ersten Stock. Im ersten Stock. Ich glaube, sie ist sprachlos, Nali. Das dauert jetzt, glaube ich, ein bisschen. Wir sind im zweiten Stock. Oh Mann, ist das asozial. Jetzt musst du da unten stehen und warten auf diese Fahrstelle. Dritter Stock. Nari! Nala, wie siehst du denn aus? Es hat nichts gebracht, den wieder. Ist alles okay? Ja, ist alles gut, weil ich habe in jedem Stockwerk ungefähr gewartet, weil ich dachte, es bringt halt nichts, wenn er dann nochmal ganz runter fällt. Wir haben jetzt ein bisschen gerade geruht, ein bisschen gechillt. Auch wenn ich nur mit Arthur war. Wir waren beide ganz schön platt. Wir waren beide ganz schön platt und
Ja, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht, genau, wir haben beide Durst und deswegen würde ich sagen, schaffst du jetzt Wasser, oder? Komm, ich will es hören. Ja. Ja, das sind Balsam für die Ohren. Okay, dann hol mal Wasser bitte und für mich bitte ganz, ganz kalt. Oh, da können wir schön entspannen, Leute. Entspannt mit mir. Geil, geil. Oha, die Anso hat sogar schon, die weiß schon, weil ich mach dann immer das Glas kalt, lass einmal drüber laufen und dann macht sie wieder. Top, Mann, top, Frau. Da, bitteschön. Ach, Schatz. Wenn das umkippt jetzt. Kannst du sie bitte halten? Ja. Also, das Wasser war sehr lecker. Ich danke dir, Ann-Sophie. Also erstmal muss ich eigentlich mich mal ein bisschen abpudern, ne? Weil, wie ihr sehen könnt, ich glänze. Aber ich habe gerade so Migräne. Deswegen will ich noch kurz warten. Aber ich räume es auf, was auch immer du da wolltest. Okay, das ist ja kein Ding. Dann kannst du das aber jetzt mal wieder auffüllen. Du hast es noch nicht mal ausgetrunken. Bitte, ganz kalt. Jo Leute, hier ist der Asche und das ist der Yesterday. 24 Stunden gehen weiter, es ist der nächste Tag. Ich hab Migräne. Ann-Sophie hat Migräne, der geht's total beschissen. Das nutzen wir natürlich aus. Es ist jetzt 11.47 Uhr, ich habe auch ziemlich lang geschlafen, bis glaube ich halb elf. Ich nicht. Ann-Sophie nicht. Aber ich habe Hunger. Scherz. Du wolltest mir doch was machen, war da nicht was? Das hattest du doch gestern gesagt. Ja. Was willst du denn machen? Auf was hast du denn Lust? Auf was hast du denn Lust? Nee, sag, auf was hast du Lust? Also, jetzt mal ohne Witz, sag, dann essen wir das wirklich. Okay, dann suche ich's aus. Ja, mach. Also, ich hätte gern ein paar Rühreier. Wir haben ein Ei, Schatz. Ein Ei? Ja, und es ist Sonntag, also kann ich nicht einkaufen. Fuck off, Mann. Oder zu irgendwann eine Bäckerei, da findest du doch bestimmt was Leckeres, während ich hier dann chille, oder? Kannst du uns mal was zum Frühstück holen? Also, du wolltest doch alleine dahin fahren, gell? Ja. Ich bin die doch auch. Nee. Ich bin, Schatz, du wolltest doch was zum Frühstücken. Wohin hattest du gestern gesagt? Ich hatte das nie gesagt. Ja, musst du sagen? Ja. Aber ich hab das nie gesagt. Ich lüge auch nicht. Ja, okay, Schatz. Aber du wolltest es unbedingt holen. Croissant würde ich nehmen. Schoko-Croissant. Dafür hätte ich ganz dolle Lust drauf. Ich hab einfach echt Kopfschmerzen. Ja, Schatzi. Kopfschmerzen ist aber halt dein Hindernis. Nein, Schatz, was ich so oft alles hab. Gar nichts. Komm, Schatz. Was möchtest du haben? Ein Schokogrosser hätte ich gerne. Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich dann Brötchen. Was für Brötchen? Du isst nie Brötchen. Doch, ich hätte gern Brötchen, zwei Stück und wenn dann würde ich. Ich will die wegwerfen wegen dir, weil du. Nein, du wirfst sie nicht weg. Ich will nur ein Schokogrosser und zwei Brötchen. Was ist denn daran so schwer zu verstehen, Schatz? Die haben aber kein Schoko-Croissant. Schatz, die haben jeder Bäcker. Nein, haben die wirklich nicht. Ich wollte mir auch eins. Ja gut, dann nur Croissant. Und wenn nee, du ein Schoko-Croissant... Croissant. Schatz, willst du mich verarschen? Ich kenne keinen Bäcker, der kein Croissant hat. Ja, aber die haben wirklich keins mehr gehabt, weil es so spät ist. Da musst du mal gucken, Schatzi. Es ist 12, wollen wir nicht schon zum Mittagessen? Nein, ich will was frühstücken. Bei meinen Eltern. Ich will was frühstücken jetzt. Komm, mach dich mal runter. Ja. Du hast doch Lust drauf, gell? Ja, mega Lust! Komm, dann pack dich mal. Pack dich mal zusammen und dann geht's auch schon los. Ja, los jetzt. Du wolltest es doch jetzt machen. Nein, ich muss erst mein Video machen. Nein, du wolltest es jetzt vor deinem Video machen, nicht? Nein. Ja. Ja, guck also. Alter, mir geht's echt nicht gut. Oh, Jammerbacke. Arthurs Wunsch ist mein Befehl. Wir hatten jetzt nicht mehr so viel. Von unserem Local Bäcker. Einmal bzw. zweimal Croissants, Kürbiskern, Marmelade, Nutella, Butter. Mhm. Und some fresh water to stay hydrated. Nala denkt immer, es ist super unauffällig, dass sie gerade was gekaut hat. Aber es hängt ihr halt einfach immer noch im Mund. Was macht ihr da? Was macht ihr denn da? So. Oh, oh. Die 24 Stunden sind jetzt vorbei. Der Arthur muss wieder nach mir gehorchen. Auf jeden Fall habe ich es ganz schön schlau gemacht. Wir haben nämlich gerade ja gegessen. Und jetzt muss der Arthur abräumen, weil meine 24 Stunden sind vorbei. Ich räume aber nicht ab. Nein! Wir machen das jetzt so. Ich räume den Tisch ab, mach die Küche ready und du suchst ein
Film raus und holst die Decken. Okay, ich hol die Decken. Und suchst den Film raus. Nein! Aua! Hör auf, mich zu klein! So Leute, das war's jetzt auf jeden Fall mit meinem Yes Day. Ich liebe auch meine Frisur. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Teil gefallen hat. Falls ihr wollt, dass wir nochmal einen zweiten Teil bzw. einen vierten Teil drehen, wo Arthur nochmal den ganzen Tag Ja sagen muss, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder wenn ihr mich einfach supporten wollt, ich würde mich sehr darüber freuen. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.